So, willkommen zurück zu Aquanox 1. Ja, das letzte Mal haben wir Zulblatt gemacht, aber leider hat er Lisa noch erwischt. Ja, die ist also jetzt auch weg vom Fenster. Und wir haben ein komisches, weiß ich nicht, so ein, wie nennt man die, Anglerfisch-ähnliches Monstrum auch noch platt gemacht. Also von den Squids kommen jetzt auch krassere Versionen. Da kann man sich wahrscheinlich noch auf was gefasst machen, aber... Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal eine Runde shoppen, oder? Einfach mal zu gucken. Genau, die Skalarhoppitz haben wir auch bekommen. Die hat richtig reingehauen. Die ist, also mir gefällt sie, muss ich sagen. Doch, doch, die ist nicht schlecht. Würde aber ganz gerne. Hammerhead haben wir noch. Flash Shark. Aber ich würde sagen, wir hauen erstmal die Reste weg. Oder sollen wir wirklich auf. Wir könnten ja auch nur auf Big Bang gehen und dann den Gegnern den Torpedo immer so schön reindrücken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist mich gar nicht mal so ohne. So 3 von 12 haben wir ausgerüstet. Heißt dreimal Bull Shark. Hammer Shark haben wir 5 Stück. Hier von der Hammer auch noch ein paar. Ja, wir haben noch. Haben wir denn schon? Ne, wir haben noch keine Mission. Also müssen wir erstmal. Naja, ich würde sagen, wir unterhalten uns erstmal eine Runde. Und dann geht's weiter. Genau. Es tut mir leid wegen der Kleinen. Wir werden ihre Familie versorgen. Von uns hat schon eine Familie. Ich muss jetzt ruhig bleiben. Mein Hass gegenüber Sul macht mich selbst nach seinem Tod verrückt. Dein Hass wird es leiser nicht einfach machen, in die andere Welt zu gehen. Lass los. Wir müssen jetzt an uns selbst denken, Flint. Mad Sam wurde gesichtet. Er treibt sich immer noch in Neopolis rum. Meine Leute befürchten, dass er das Fusionskraftwerk trotz allem sabotieren will. Dieser Mistkerl gibt nicht auf. Das bedeutet Evakuierung. Ja. Niemand gibt auf. Hey, Dead Eye! Ich danke dir, dass du Sul zu Sediment gemacht hast. Er wäre mir auf Dauer zu gefährlich geworden. Och, das war ja, als ob einem in der Sargasso-See ein Aal den Hintern raufkriecht. Wo bist du? Wie wär's mit einem Kampf unter Männern? Na los, du feiger Drecksarsch! Die Kleine! Ich denke, das hat weh getan! Ihr Verrückten, bindet euch an andere Menschen! Wie verfault müssen eure Hirne sein, wenn sie so ein krankes Gefühl wie Freundschaft erzeugen! Ich werde dir zeigen, wie mein Hirn arbeitet. Ich vor meinem Geschützturm habe. Ach, bis du deinen Arsch hochkriegst, habe ich längst euer Kraftwerk zum Müll gemacht. Ja, haben eine dicke Belohnung bekommen von was, 80.000 oder sowas. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze auch tatsächlich noch einsetzbar ist. Aber wir waren ja schon im Shop. Ich denke mal nicht. Aber vielleicht finden wir noch was Besseres im Laufe der Kampagne. Wir hören mal weiter. Du siehst besorgt aus, bin ich auch. Wir sind mit der Creole Girl hierher gekommen, weil Sul und Mad Sam Atacama City bedroht haben. Als Warlord der Tornado-Zone bin ich erledigt. Red kein Quatsch. Alle respektieren dich. Sul brachte Brainfire und löste ein Chaos aus. Dafür sind wir hierher gekommen, um das Gesicht der Tornado-Zone zu retten. Schön, wie du das auffasst. Wie kommst du selbst klar? Freunde sind gestorben. Der Admiral... Leiser. Die Nacht von Aqua ist dunkler geworden. Lasst uns auf Sig Leiser anstoßen. Die kleine Pfefferschote wird wohl gerade in der Hölle dem Teufel persönlich einheizen. Auf Leiser. Hab auch viele Kumpels verloren, damals bei Gibraltar. Aber leck mich der Leviathan. Manchmal will ich jedem Einzelnen zuprosten. Dann bin ich 14 Tage besoffen. Scheiße, Mann! Wie geht's jetzt weiter, Flint? Keine Ahnung. Koronen. Ich werde ihn finden und abservieren. Seine Armee ist aufgeregt. Ich will dabei sein, Simba. Ich will seine Eingeweide in der Flut treiben sehen. Na was? Scheiß drauf. Bringt's was ein? Credits? Sowas vergiftet nur die Seele. Mir ist Geld lieber. Das besänftigt. Wenn Sul mit seinem Irrsinn durchgekommen wäre, hätte er etliche Satelliten in seine Macht kriegen können. Auf diese Weise hätte er ganz Aqua gefährden können. Aqua? Gott müsste endlich die verdammte Klospülung ziehen. Und weg mit dem ganzen Scheißdreck. Dummkopf.
Was werden wir als nächstes tun? Corvonen hat damit gedroht, das Fusionskraftwerk zu sabotieren. Schätze, das war eine Einladung zum Duell. Na, darauf trinke ich noch einen. Aber denkt auch an die Squids. Den alten Überlieferungen nach sind noch nicht alle aufgetaucht. Was soll's? Her mit den alten Göttern. Wir werden Götterspeise aus ihnen machen. Das Einzige, was ich mir wünsche, sind 5 Wochen Urlaub im malaiischen Archipel. Weiber, Drinks und ein paar wunderschöne Stunden am Dreamserver. Wovon träumen Sie, Professor Gilmore? Batopolis, die tiefe Stadt, weit unter der Erde. Wir sind nur noch nie so tief gekommen. Das Höhlensystem vor Atacama. Eines Tages werde ich das ganze Geheimnis aufgedeckt haben. Was die Erde gefressen hat, gibt sie nie wieder her. Lady Prof, ich liebe dich. Führe mich zu meinen Feinden und Chaka. Mit dir an meiner Seite kämpfe ich selbst im Schlund der Hölle ohne Angst. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Okay, also wir haben einen neuen Auftrag. Jetzt müssen wir den Basewicht platt klatschen. Das ist doch hervorragend. Forneos, nächste Mission. Evakuierung der Habitate in Kraftwerksnähe beschützen. In Kraftwerksnähe. Wichtig, dies ist das letzte Aufgebot der Crawler. Was ist Gewitznauflage haben, weiß keiner. Okay. Okay, letztes Aufgebot. Da würde ich sagen, 11 reichen vollkommen. Wir verheizen mal die ganzen Billigtorpedos diesmal. Genau, schön in den Nahkampf, wenn sie weit weg sind mit der Skalar-Haubitze, die ja übrigens richtig reinhaut, ne? Fast diese komischen flinken Viecher sind ja fast mit einem Schuss weg. Dann noch zweimal mit dem Plasma, Quatsch, mit dem Laser-Gatling-Geschützchen drauf halten, dann ist er Feierabend. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, ausgerüstet sind wir eh. Genau, im Shop haben wir schon geguckt, oder? Was es da gibt? Fusionsblock, Reparatur. Ach komm, wieso gibt's das nicht in Stufe 3? Das ist auch so unangenehm. Lied schauen wir auch noch, ja, aber irgendwelche EMP-Sachen sind mir jetzt relativ wurscht. Ich hau einfach alles weg, was da rumkreucht und fleucht. Nee, das war's. Oben gibt's ja auch nichts mehr. Das ist ja nur dieses ganze, wie heißt, kinetische Energiewaffen, also Projektilwaffen, die braucht man nicht unbedingt. Also versuchen wir mal Forneus. Evakuierung der Habitate in Kraftwerksnähe. Okay. Also wieder eine Escort-Mission, wir müssen wieder irgendwas beschützen. Na, das kann ja nur heiter werden oder ungünstig. Hier geht's ja ab. Okay, dann wollen wir mal. Aber so ein kurzes Video. Ich habe noch nicht genug Energie. Direkt mal die Skalar-Geschichte, ne? Bull. Ich habe den nicht ausgerüstet, oder? Doch, habe ich. Okay, hier ist jede Menge Viehzeug. Das war nicht so richtig. Ja, Moment mal. Ach, ich habe einen. Ich habe einen zweiten Schuss, oder wie? Darf ich mir das vorstellen. Na, das ist doch nicht so gut. Überlebt noch. So gut ist es. Ich sehe es doch vor mir. Verdammt. Tatsache. Ich habe da 2 Schuss mit dem Ding. Oder so, oder wie, oder was. Ja gut, dann mit der Laser Gatling. Da müssen wir jetzt nicht. Hörst du auf? Ich habe schon. Offensichtlich ist es gar nicht so schlimm, was die hier machen, weil. Naja. Ach hier. Moment mal, halt. Lass das mal sein. Toll, ich will mich entscheiden. So viele Ziele. Ich habe hier nur 4 Schuss, das ist nicht so ganz gut. Was war das? Und 2. Schuss. Tatsache. Richtig gut. Ja, dann hauen wir sie mal raus, oder? Würde ich sagen. Okay. Kurz vor knapp. Darf ich noch, wie man die Waffen wechselt? Na.
Oh Mann. Wie, ich muss mir so noch neu machen, weil ich das hier verraffe. Oh oh. Naja, das ist ja eher schmückendes Beiwerk, was hier kommt, oder? Obwohl, da kann ich doch mal spaßhalber. Boah, warte mal gleich ab. Direkt mal in Nahkampf. So ist schick. Ein Schuss und noch ein der. Gut oder nicht? Ist trotzdem noch ein Flash ins Gesicht. Was das für dich? Ein Mistvieh? Ja, was. Ach süß, die Kleinen. Zack, zerfetzt. Ja, ja. Ja, ja, ist gut. Mann gegen Mann. Irgendwie glaube ich das nicht so, dass der so kämpft. Geil, zwei Schuss und das Ding zerfetzt. So mag ich das. Na, na, na. Stark. Okay. Jetzt hätte ich gern wirklich ein paar dickere. Hämmer halt vielleicht. Das war eine nette Kombination, muss ich sagen. Oh, halbe Energie. Vielleicht mal ein bisschen auf Abstand bleiben. Oh oh, zwei Striche. Das ist nicht gut. Mich hat irgendwas hart getroffen. Ist geil das vielleicht? Oh Mann, anderthalb Striche. Jetzt repariert doch mal den Müll. Ja. Der da vielleicht? Daneben, selbstverständlich. Ach, die... Moment. Knapp in der Basis rum. Nanu. Bleiben wir erstmal hier, machen ein bisschen Ärger. Wir hoffen, dass uns keiner hier unterwischt, während wir aufräumen. Oh Mann. Ja. Die habe ich offensichtlich so ein ganz kleines bisschen übersehen. Und ich hätte wirklich die fetten Torpedos einpacken sollen, so wie es schon gesagt wurde. Das ist nicht gut. Na gut, machen wir erstmal die ganzen Squids weg. Da machen wir nicht lange rum. Nutzen wir erstmal die Railgun hier und rotzen alles weg, was im Weg ist. Einen nach dem anderen. Denn dann schützen wir quasi auch unsere Leute, wenn wir hier gezielt die Leute ausschalten. Die Viechers. Ach, der lebt noch. Okay. Alles Kleinvieh bitte erstmal weg. Lohnt sich das? Der ist mir schon so gut wie tot. Da kommt was weg, ist weg. Würde ich mal sagen. Ja, und hier knabbern sie wieder an der am Kraftwerk. Das wird hiermit unterbunden. Nein. Was mach ich denn? Kriegst du doch die Waffe. Hallo. Los ab. Bitte. Ja. Und weg damit. Vielleicht sollte ich wirklich mal ein bisschen abwarten und den jetzt zum Beispiel mal ziehen lassen, dass wir möglichst viel Energie haben und gleich richtig loslegen können. Oder nicht. Aber irgendwie interessiert das die Leute auch gar nicht so wirklich, dass sie angegriffen werden. Aber naja. Dann sparen wir ein bisschen Energie, während wir mit der Waffe rumschießen. Vielleicht kommen die dicken Schiffe, ne? Eigentlich schon. Der hat sowieso nicht mehr viel. Was soll das? Drei Schuss. Macht der Bullshark am meisten oder ist das der Flash gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, so kann man nämlich durchschalten. Flash, Hammerhead. Hammerhead ist, glaube ich, der krasseste, oder? Okay, dann mit der Haubitze zuerst mal die Leute wegholzen. Eigentlich zuerst. Weil du so nervst, fangen wir mit dir mal an.
bloß ab. Oh, da quiekt er so ein ganz kleines bisschen, aber naja, irgendwas ist ja immer, ne? So, 3 Schuss haben wir noch. Das sieht gut aus. Rolltreffer. Was machen wir zuerst? Klein Viereck oder die Dickerchen? Ich hau erstmal ab. Verdammt. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt kommt das schon wieder. Gut, also Idee. Wir machen zuerst mal die kleinen Viecher platt. Damit die hier nicht mehr andocken. Wir haben ein groß genuges Team, die müssen ja mal zur Abrechnung was hinbekommen. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich bin der Einzige, der was reißen kann. Eben drum. Also, die sind fertig. Ja, ja, irgendwie schießen sie da hinten so ein bisschen an. Du bleibst da. Wehe, du machst dich vom Acker. Und dein Jägerchen kriegt er mit so einem fetten Torpedos Platz. Komm mir nicht so mit einem, ich bin ein bisschen beschädigt. Und hier mal bitte reparieren. Hallo, ich brauche die Lebensenergie oder Hülle oder was auch immer. Mal schön in Bewegung bleiben. War's das? Oh oh. Ah, da haut er ab, ne? Da haut's ab, die feige Wurth. Ja, ja, macht sich bloß vom Acker. Oder nicht? Was macht er jetzt? Oh Mann, nächste Phase. Es gibt keine versuchte Bande mehr. Wie hat er mich genannt? Kochonen zum Kampf stellen. Läuft. Bring ruhig Verstärkung mit. Die Grange zum Beispiel. Vielleicht macht die noch mehr Spaß als Leiser. Naja, lach du nur. Gleich bist du weg vom Fenster. Hauptsitz aufgeladen. 7 Schuss. Na, das ist doch schon mal was. Was haben wir noch an Hammerhead, Bullshark, Flash. Verdammt, was ist denn da der sinnvollste, der beste? Ah, egal. Notfalls. Nicht wieder das Squid Army oder Schmecks oder wie die Viecher heißen. Okay, es gibt tatsächlich ein Duell, Mann gegen Mann. Oh oh. Oder auch nicht. Du erwartest jetzt hoffentlich nicht von mir, dass ich ihn warne. Pech gehabt. Ich kann ihn durch deine Außenkamera sehen. Das ist von Neos, einer der obersten Götter. Ich gebe dir einen guten Rat. Hau ab! Ja, gute Idee. Flint, ich empfange Energiesignaturen aus dem Inneren des Monsters. Es scheint, dass Matt Sam ihm in den Eingeweiden sitzt und noch immer lebt. Sieht so aus, als ob er versucht, sich freizuschießen. Ganz kurze Frage. Ist das nicht einer von den Göttern aus dem Video vorher? Der mit den spitzen Zähnchen, obwohl es hier nur eine schwarze Textur mit weißen Strichen drauf ist. Ist das der Endgegner? Kann das sein? Weil dicker als das ist, glaube ich, nicht wirklich drin, oder? Lass uns dem alten Gott Respekt erweisen. Stellen wir uns zum Kampf. So Nahkuppel. Das von hier ist zerstört. Wie ein Blinder das Feuer, auf das er zuläuft.
vernichtet die Sonarkuppe. Wenn die hinüber ist, hoffe ich, dass er das Kraftwerk nicht mehr so gut orten kann und länger braucht, bis er... Ja, 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 hab's begriffen. Aber wo ist es? Ach, da. Blitzbocke. Oder was? Da blinkt's. Okay, wir brauchen mehr Zeit für die Evakuierung. Okay. Nee, du haust jetzt nicht ab, oder? Treffe ich denn? Wahrscheinlich nicht. Dreht er sich weg, der Feigling? Ach nö. Ja, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hinschießen? So, jetzt fahre ich mal vor ihn. Ah, da vorne. Das hier, ne? Vielleicht mal ein Torpedochen drauf. Gatling. Ne, ich würde sagen, schon mit dem. Deswegen haben wir sie ja. Wollen richtig Schaden machen an dem Ding. Aber ich treffe es halt nicht. Halt doch mal still. Verdammt, also ich brauche auch... Geht halt näher ran. Ja, Solarkuppel zerstören, hab's begriffen. Verdammt. Der hält nicht still. Ich hoffe mal, das ist nicht wirklich getimed, sondern einfach nur so... Oh Mann, so gut wie tot das Ding. Alles klar. Bei dem mit der fetten Laserkanone drauf. Oder Gatling. Halbe Energie habe ich noch. Ist weg? Jawohl. Gut gemacht. Danke. Wir sind soweit. Die Evakuierung der Kraftwerkstation läuft. Sehr gut. Die Rettungstransporter. Es sind fast alle Squids am Kraftwerk getroffen. Wir können anstrengend. Beeilt euch, dass alle schnell den Evakuierungspunkt erreichen. Oh Gott, ein Fett. Da ist auch schon wieder so ein komisches Ding. Ich hab's doch ausgerottet. Aber die geht's wahrscheinlich ein Dutzend billiger. Wir dürfen nur zwei Transporter verlieren. Ach nö. Ja. What? Dinger sind starke Energiequellen und deshalb extrem gefährlich. Halt, Chaka. Okay. Solarkuppel. Headshacks? Was für ein Ding? Die da? Oder was? Sind das die Headshacks? Skalar irgendwas. Wahrscheinlich die hier, ne? Flash-Shark hinterher. Einfach alles, was wir haben. Nehme ich an. Kann man einfach hinterher rotzen. Wir haben noch gute Schilde. Sensoren sind auch noch voll da. Haben wir gar nicht lange rum. Ich schätze mal, das ist damit gemeint mit Headshots oder was. Genau, ich check's. Also, ich glaube, viel mehr kann doch nicht kommen, oder? Das ist der Großangriff von den Viechern. Und den Dicken haben wir auch noch irgendwann in der Backe. So, sinnvoll agieren. Wo kriegen wir es? Klein. Oh oh. Naja, der lebt noch. Das ist nicht gut. Mein Gott. Stirb. Halt. Ey. Wie ich mich ja so kleinen Vieh aufhalten muss. So, Haubitze. Zack. So. Ach, die da wahrscheinlich, ne? Ich hau einfach mal drauf. Na toll, ich wünschte, ich hätte die fetten Dinger eingepackt. Dieses Big Bang. Zwei hätten da wahrscheinlich ganz schnell aufgeräumt, ne? Ja, die treffen natürlich nicht. Super. Dann einfach drauf auf das Ding. Nervt mich nicht. Ich arbeite hier. Old Head Shacks, okay. Sehr gut. Ist es geplatzt? Ja. Jetzt, in diesem Moment. Jetzt erstmal weg hier. Ach, da geht's noch mehr. Ja, ist egal, ne? Wir hauen einfach alles raus, was wir haben. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Ich denke, das ist so wichtig, die Platz zu kriegen. Aber deswegen platzt sowieso gleich. Genau. Aha, da freut er sich.
Na, 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 na. Bam. Flint, die Transporter haben den Evakuierungspunkt erreicht. Erreicht. Ja, sehr gut. Oh Mann. Habe ich den jetzt weggedrückt oder weggeknüppelt hier? Tschüss. Da ist noch zwei von diesen Mistviechern. Da ist noch eins von diesen Mistviechern. Und komm schon. Ziel zerstört. So, einen sehe ich noch. Nein, zwei sehe ich. Was ist los? Ist wieder frech? Und nach frech kommt nämlich ganz dicke Lippe. Ich weiß, ich hab's gesehen. Das sieht wunderbar aus. Was schießt? Oh ne, Dickerchen ist da. Hilf! Zu Hilfe! Jetzt mal den Turbo ausgepackt und davon geflogen. Oder fahren viel hier. Na, kriegt ihr wieder nichts gebacken. Hier seid mir so ein paar Helden hier. Mein Gott, Walter. Einmal mit Profis und dann. Ja, nächste Fuhre. Also wenn das nicht der Endgegner ist, dann weiß ich aber auch nicht. So, komm's ran. Na, halt doch auf, du Affe. Kommen die endlos oder was? Ich hoffe es nicht. Ich habe nämlich nicht endlos. Na gut, endlos Munition schon. Aber, ja. Muss ich das machen? Muss ich da ran? Weg von den Tentakeln. Ja, muss ich das jetzt wegmachen, das kleine Vieh, oder wie sieht's hier aus? Ich habe keine Ahnung, aber ich hol's einfach mal drauf in der Hoffnung, dass was passiert. Oh, das darf nicht wahr sein. Verdammte, verdammte Axt. Okay. Ja. Kommt ja. Mit der Evakuierung der Nachbarstationen nur schleppend voran. Außerdem sind da wieder Squids. Und eine ganze Menge von denen sind noch im Anmarsch. Ist gut. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir versuchen das noch einmal das nächste Mal. Denn, offenbar muss man das gesamte Stück komplett nochmal durchspielen. Und, das will ich ein bisschen hart. Dann geht's hier das nächste Mal weiter. Genau. Jetzt ist das nächste Mal hier weiter und dann offensichtlich ist das der letzte Kampf, aber der dauert halt ewig und wenn ich den noch ein paar Mal machen muss, ich glaube, das wird sich dann auf jeden Fall ein bisschen sehr hinziehen. Darum, na, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen und bis dann, wenn es dann tatsächlich das Finale gibt von Aquanox 1. Bis dahin, ja, ciao, ciao.